In der Tabelle kann man auch mit Befehlen arbeiten. Dazu tippt man den Befehl entweder direkt in die gewünschte Zelle ein oder man klickt in der Gestaltungsleiste auf Eingabezeile anzeigen und tippt dann dort den Befehl ein. Ich möchte nun die Schnittpunkte meiner Geradengleichungen mit der Geradengleichung C5 von x bestimmen. Dazu markiere ich die Zelle D1 und schreibe dann den Befehl Schneide C1 von x mit C5 von x in die Eingabezeile. Beim Schreiben macht GeoGebra automatisch Vorschläge. Ich wähle den passenden Vorschlag aus und ergänze die Argumente C1 von x und C $5 von x. Nach Nutzung der Vervollständigungsfunktion erhalte ich eine Reihe von Punkten. In Zelle D5 steht die Ausgabe Fragezeichen Fragezeichen, da für den Befehl Schneide der Schnitt zweier identischer Geradengleichungen nicht definiert ist. In der Tabellenansicht habe ich Zugriff auf eine veränderte Werkzeugleiste. Unter dem ersten Button finde ich das Bewegewerkzeug, wie in der Grafikansicht auch. Unter dem zweiten Button finde ich verschiedene Werkzeuge, um Datensätze statistisch auszuwerten. Der dritte Button ermöglicht die Bündelung von Objekten und deren Export in die anderen Ansichten. So kann ich zum Beispiel zwei Zeilen oder Spalten zu einer Liste von Punkten zusammenfassen. Dazu markiere ich zuerst die beiden Spalten A und B und klicke dann auf das Werkzeug Liste von Punkten erzeugen. Hier kann noch eingestellt werden, welcher der x- und welcher der y-Wert sein soll. Per Klick auf Erzeuge wird die Liste erzeugt. Der letzte Button ermöglicht verschiedene arithmetische Verfahren. Ich öffne nun die Algebra-Ansicht. Man sieht, dass die Liste und deren Elemente als abhängige Elemente ausgegeben wurden. Auch die restlichen in der Tabellenansicht erzeugten Objekte können in der Algebra-Ansicht angezeigt werden. Dazu geht man in der Gestaltungsleiste auf Hilfsobjekte. Auch im Grafikfenster werden die Elemente der Tabelle angezeigt. Ich öffne nun das Grafikfenster. Zur Verbesserung der Übersichtlichkeit lösche ich die Zeilen 6 bis 8. Jede Änderung in der Tabelle wird dynamisch in der Grafik- und Algebra-Ansicht sichtbar gemacht. Umgekehrt kann ich auch in den anderen Ansichten Änderungen vornehmen, die dann direkt in die anderen Ansichten übernommen werden, vorausgesetzt natürlich, die Objekte sind hinreichend frei. Bei meinem Beispiel wurden alle Punkte und Geraden mit Hilfe der Zellen A1, A2, B1 und B2 erzeugt. Deshalb kann ich in der Grafikansicht die Punkte A und B bewegen. Alle von diesen Punkten abhängigen Objekte verändern sich entsprechend in allen drei Ansichten.